Die Nominierten in der Kategorie Lifestyle und Entertainment sind Malte Zierden, Stefanie Elisa und der Gewinner ist... Leute, was geht? Wir sind in dieser Stadt seit legit 15 Minuten und wir haben schon so viel erlebt. Erstmal der komplette Bahnhof riecht nach Pisse. Die ganzen Gebäude sehen aus wie zerbombt. Miguel wurde von der Obdachlosen angespuckt. Und jetzt sind wir hier, Freunde, bei Worldwide Wohnzimmer im Backstage. Das hier ist einfach mein eigener Backstage-Raum. What the fuck, Bro? Wir müssen auch schon gleich rüber, ja. Wir müssen jetzt gleich schon rüber. Hi, Kevin. Grüß dich, hallo. Geil. Okay, Freunde, die Show geht los. Oder ich bin wieder Zweiter geworden, Alter. Was heißt wieder? Ja, weiß nicht, bin ich schon mal vorher Zweiter geworden? Keine Ahnung. Hallo Freunde, was geht ab? Wir sind heute bei Rob und Rob macht heute eine Pokémon. Rob, wie heißt es? Vernissage? Ja, Mann, eine Pokémon Vernissage. Holy shit, Bruder, du hast es auf so Dingern aufgebaut, Junge, auf so Museum, Digga, auf richtig ernst. Wir sind hier 99, ne, Bayside ist leer, würde ich niemals voll zu Hause haben. Crazy. Hast du doch auch gemacht, genau die, oder? Ja, war mega dumm. Bro, mein fucking Luag ist nichts mehr wert, ne. Als ich das angeboxt habe, war das 65k, inzwischen ist es so 20.000, no nur noch. Aber es geht wieder hoch. Ja? Es geht wieder hoch. Let's go. Bro, krass, wie anders es damals aussah. Okay, Kevin, kommen wir zum Wichtigen, okay? Du hast ein Glücksrad, ja? Geflüchtet, gleich Niete. 1 Spin, 20 Euro. Boah, was? Aber gegradete Vintage-Karte. Holy. Heißt auf jeden Fall mindestens 20 mal 3. Also Mindestwert 60 Euro einer dieser Karten. Bro, das ist illegales Gambling, Rob. Ist es nicht. Doch, hundertprozentig, doch. Aufgewinn. Das wird gleich geöffnet und wenn du das landest, kriegst du einen Boosty im Wert von 200 Euro. Oh. Ja. Und da ist eine Karte drin, das Pikachu X. Ist ein Taui-Wert. Oh mein okay. Gott. Sollen wir es jetzt machen? Ja, komm. Oh, shit. Aber du musst erst PayPal, Digga. Jetzt aber. Oh, oh, oh. Ja. Home-Gewinn, Home-Gewinn. Was? Oh mein Gott, let's go. Let's go. Gönnst du irgendwie nicht? Ich möchte, dass Humata den letzten macht. Echt jetzt? Ja. Du darfst noch behalten, was du gewinnst. Ich darf behalten, was ich gewinne. Ja. Boah, wenn es jetzt Haugewinn ist, bin ich pissed, Mann. Gecredited Vintage! Nein! Oh mein Gott, ich fucking Idiot! Oh mein Gott, Bro, die ist so cool! Ich hasse dich, Humata. Holy shit. Das ist krass. Ja, Mann. Ja, let's go. Oh shit, also, geht's jetzt los? Ja, es geht los. Oh shit, erstes Pack. Oh! Wow. Oh! Wow. Das ist krass! Oh, Bro, what the fuck? Oh! Oh shit! Alright, let's go! Okay, Glumanda, geil, geil, geil! Krass! Bro, die ist ja übersick! Holy shit, die ist awesome, Mann! Freunde, was geht ab? Wir sind heute auf den Video Days. Meine Freundin hat mir dieses Outfit zusammengestellt aus allen Sachen, die mir von anderen YouTubern zugeschickt wurden. Heute werden so Awards verteilt. Bist du für irgendwas nominiert? Nein. Wollen wir so eine, wie nennt man das? So ein Beauty Shot machen von jedem Outfit von den Leuten? They say I lost my mind, I turned to a maniac. Half a million on my neck, I'm rocking big racks. Kidnap his bitch. War der Shot cringe? Das war sehr cringe, ja. Mach dir mal so in die Hose, dass du aussieht, als hättest du so einen Monsterschwanz. Oh, Alter, der hier ist prall gefüllt, Alter. Frag mich, was da drin ist. Oh nein, es ist das neue WTF-Wassermelone Gleitgel. Wie kommt das denn da rein? Damit merke ich mir erstmal nachher den Cock ab. Gehen wir jetzt über den roten Teppich oder was? Meine E-Mails dazu liest. Ach so, gehen wir wirklich? Du hast eine E-Mail geschickt? Mir ist sowas so unfassbar unangenehm. Ja, Alter. So, oh mein Gott, hier ist so Essen. Oh, hier ist Brot! Gib mir auch eins. Ich kann das nicht einmal benehmen, oder? Hey, das geht! Oh Mann, ja, der war krass. Das war das beschissenste Interview von allen bis jetzt. Holy shit. Dafür was sind wir nominiert? Er hat mich gefragt, ob wir nominiert sind. Ja, für Vlog. Ach so, okay, krass. Hast du das auch in der E-Mail? Das ist der Grund, warum wir überhaupt hier sind. Das ist echt cool, aber wir müssen jetzt leider auf dem Red Carpet, sorry. Dominik würde Nummer 1 sein. Ja, Dominik würde Nummer 1 sein. Ja,
Oder stell dir vor, es ist ein Thumbnail. Mach Thumbnail-Poses. Ja, wie fühlt es sich an, Star zu sein? Ich kann euch sagen, sehr gut. Okay, jetzt geht anscheinend die Show los. Freunde, der Twist an der ganzen Sache ist, ich muss auch einen Preis überreichen. Das sind unfassbar cool. Das alles ist ein ganz, ganz tolles Engagement. Leroy freut sich übertrieben, weil ich jetzt noch mal ein Konzert. Und das freut mich wirklich sehr. Und ja. Der kann sich nichts Geileres gerade vorstellen. Guck mal. Leute! Wie wär's mit gar nichts? Die Nominierten in der Kategorie Lifestyle und Entertainment sind Malte Zierden, Stefanie Elisa und der Gewinner ist Papa Platte. Ja! Hi Freunde, danke, dass ich das gewonnen habe. Ich halte mich kurz. Vielen Dank an meine Freunde, die 90% von meinen Vlogs carryen. Danke Jungs, ihr seid die Besten. Danke an meinen Kameramann Miguel und danke an mein Team. Kuss. Hey Jungs, wir haben ein Problem. Okay Freunde, ich habe jetzt hier diesen wunderschönen Zettel bekommen und gleich muss ich auf die Bühne. Hallo, ich bin's wieder. Alle drei hätten es natürlich verdient, Freunde. Wir machen es kurz, ich ziehe den Zettel raus und in der Kategorie Best Streaming hat gewonnen Trimax! Meine Freundin unterstützt mich sau viel und meine Eltern. Genau, das ist es. Dann danke für den Preis und ich wünsche uns allen einen schönen Abend. Danke! Das ist so geil, Alter. Okay, Freunde, heute Big Day. Wir haben jetzt über 200 Folgen Podcast aufgenommen, 200 Folgen Edeltalk. Und heute sind Dominik und ich live auf der Bühne. Digga, vor Live-Publikum. Ich bin so aufgeregt, no joke. In 4 Stunden geht's los. Warte mal, bist du nicht? Dominik Rieser vom Edeltalk, jetzt erkennt mich. Tatsächlich, bin's ja. Bitte keine Fotos, bitte keine Fotos. Digga, einmal live schon starten. Ich hab mir auch gefragt, warum ich selber noch hier hinfahren muss. Okay. Hi. Oh, das ist unsere Garderobe. Deine Dankeskarte auch von uns, von 1Live. Wow. Danke, dass ihr dabei seid und das Festival bereichert. Das müssen wir noch gucken mit den Bereichern. Das hätten die am Ende der Show wieder schreiben müssen. Okay, Freunde, wir kriegen jetzt eine kleine Rundtour von der Location hier, wo wir gleich auftreten. Da werden wir gleich sitzen, Digga. Hier sind gleich nachher, ist alles voll mit Leuten, die hierher gekommen sind für uns. Ich check's nicht. Live Podcast Festival 2. Oder wir versuchen hier zu vloggen, die planken direkt hier ihren 1Live Radius. Hier gehen wir dann nachher hoch. Berlin, seid ihr gut drauf? Ah, nee, wait, falsche Stadt. Köln, seid ihr gut drauf? Aufgeregt jetzt schon, oder? Nee, gerade überhaupt nicht. Ich werde wieder 15 Minuten vorher diesen ultimativ bekannten Aufregungsschiss haben. Ah, also hier machen wir Autogramme dann nachher. Genau. 6.9. Edeltalk. Ausverkauft. Wir würden uns dann ins Backstage zurückziehen. Macht wir möchten bitte nicht gestört werden für die nächste halbe Stunde. Meinst du, wir verkacken das heute? Nein. Schnitt. Was ist das Schlimmste, was heute passieren kann? Einer scheißt sich in die Hose live. Okay, das bin dann wahrscheinlich ich. Gehen wir zum Soundcheck? Wir gehen zum Soundcheck. Jetzt wird's langsam ernst. Wir haben jetzt noch 2 Stunden, dann geht's los. Hey Leute, was geht ab? Köln, seid ihr gut drauf? Deine Hose hat wirklich sehr weite Beine. Ich habe gesehen, dass du zumindest eine Unterhose trägst, aber man kann da rein. Ich trage immer eine Unterhose, Lena. Hast du eine lange Hose dabei? Ja, aber man kann eventuell in deine Hose gucken, wenn du breitbeinig sitzt. Dafür sind die Leute gekommen. Oha, warte, ist das ein Kuchen? Was ist das alles? Oh, na, oh mein Gott! Ich bin Nippon! Bruder! Das ist ja mega süß, danke. Herzlich willkommen zum Edeltalk zusammen mit Dominik und Kevin. Bro, what the fuck? Digga, meine Freundin hat mir gerade ein Video geschickt. Meine Mom ist schon bei den Leuten. Digga, meine Mom macht Fotos mit den Leuten, Bro. What the fuck? Du und mich, DM, hä? Alright, Bro, Rockstar. Köln, was geht ab? Den weiten Weg, auch aus Köln, Kevin Teller! Und Dominik Riechmann! Herzlich willkommen zum Edeltalk zusammen mit Dominik und Kevin! Mir wurde jetzt hier so von meinem Management und meinen Freunden und so, die haben gesagt, dass ich eine kurze Hose anhab. Und es könnte sein, dass man heute meinen Hosen sieht. Falls es der Fall ist, könnt ihr kurz Bescheid geben, das wäre awesome. Wir sagen Dank!
Dankeschön. Grüße Charlie Flippers. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Ja, danke, dass ihr da wart. Das war geil. Ja. Geschafft, Alter. Oh, Mama, ich habe eine Frage, ja? Mir wurden mehrfach Videos geschickt, dass du mit Fans Bilder gemacht hast. Tatsache. Was ging da ab? Ich habe keine Ahnung. Ich hab Wie viel hast du gemacht? Vielleicht 20 oder 25. Was? Hast du Sachen unterschreiben müssen? Ja, auch. Was? Und ich habe nicht mal einen Künstlername. Was hast du draufgeschrieben? Simone. Wie ist? Geht, geht. Okay.